Hallo, ich bin Melanie. Ich bin deine Expertin der Design Journey Zeichenschule für Zeichentechniken mit Buntstiften. In dieser Session werden wir mit wasservermalbaren Farbstiften einen Apfel zeichnen. Wir werden die aquarellierbaren Stifte genauso wie Aquarellfarben verwenden. Wir werden Wasser auftragen und alles vermischen. Und wir machen uns den Vorteil von aquarellierbaren Stiften zunutze, noch mehr Details ergänzen zu können, weil die Stifte sehr vielfältig sind. Wir werden sie in dieser Session sehr unterschiedlich einsetzen. Für diese Session brauchst du wasservermalbare Buntstifte. Ich benutze diese 24er-Packung von Staedtler. Du wirst auch Pinsel brauchen. Ich verwende meistens Größe 8 aus dem Design Journey Pinselset. Ich liebe diesen Pinsel. Dann brauchst du natürlich einen Becher mit Wasser. Bitte nicht das Farbwasser trinken. Und natürlich benötigen wir auch Papier. Ich verwende Aquarellpapier. Ich empfehle ausdrücklich Aquarellpapier. Das hier hat nur ein bisschen Struktur, was perfekt für wasservermalbare Buntstifte ist. Aber du kannst jedes beliebige Aquarellpapier verwenden, das du zu Hause hast und mit dem du gut klarkommst. Zuerst entscheide ich mich für ein helles Pink. Du kannst auch Rot verwenden, aber ich nehme einen sehr hellen Ton und zeichne die Grundform eines Apfels, die fast wie ein Kreis aussieht. Aber es muss natürlich kein perfekter Kreis sein, weil Äpfel nicht kreisrund sind. Dann ist hier oben eine Art Delle und unten auch ein bisschen. Das ist wirklich nur eine sehr einfache Grundform. Und deine muss natürlich nicht genauso wie meine aussehen. Ich werde hier noch mehrmals drüber gehen, damit es immer dunkler wird und wir eine deutlichere Linie erhalten. Nachdem ich damit fertig bin, entscheide ich, wo der Stiel hinkommt. Und dort ist diese Delle etwas tiefer. Ich habe das hier noch ein bisschen vervollständigt, weil hier mehr davon sein muss. Diese Stelle wird dunkler und hier wird der Stiel hinkommen. Wir werden den Stiel später ergänzen. Jetzt machen wir erstmal diesen Bereich ein bisschen dunkler. Und wir legen fest, wo unsere Schatten hinkommen. Ich verwende immer noch denselben Pinkton und mache mit leichten Bewegungen diesen Schatten. Und das hier wird auch etwas dunkler. Also ich mache das ein wenig dunkler, aber nicht zu fest aufdrücken, weil das später noch verblendet werden soll. Nachdem meine Grundform fertig ist, nehme ich die nächste Farbe, und zwar dieses leicht pinke Rot. Ich ergänze hier noch mehr Schatten. Das ist ein cooler Rotton, perfekt für die dunkleren Bereiche geeignet. Hier sind auch viele Schatten. Ich zeichne diese vorsichtig ein und drücke nicht zu fest auf. Wenn du zu fest aufdrückst, riskierst du zu viel Pigment in dieser Schicht. Denn später wollen wir noch ein paar Details ergänzen. Also übertreibe es hier nicht. Nur sehr locker ausmalen. Ich sage das, weil ich mir selbst etwas schwer damit tue. Und hier noch mehr Schatten. Das kann noch ein bisschen dunkler werden. Nun nehme ich eine sehr helle Farbe. Ich entscheide mich für Gelb. Hier soll das dann das Licht reflektieren. Also füge ich einen wärmeren Ton ein. Das macht wirklich Spaß. Denn Äpfel haben oft viele Farben. Damit können wir hier gut herumexperimentieren und einfach das Gelb hier ergänzen. Das wird sich später sehr gut vermischen. Hier
kommt nur ein kleines bisschen Orange hin. Jetzt verwende ich diesen wärmeren Rotton und gehe nochmal über alles drüber. Wenn du mehr Farben hinzufügen möchtest und mehr Pigmente, kann später noch eine Schicht drüber, nachdem die erste vermalt und dunkler geworden ist. Denn es ist immer einfacher, dunkler zu werden als heller. In diesen Bereichen ergänze ich die letzte Farbe. Ein kleines bisschen Braun, um alles noch dunkler zu gestalten und etwas zu entsättigen, damit es nicht so bunt aussieht in den Schattenbereichen. Und vielleicht noch ein bisschen Rot. Nur ein kleines bisschen. So, ich denke, das war's. Jetzt nehme ich den Pinsel und sehr viel Wasser und aquarelliere alles damit. Und jetzt geschieht das Wunder, alles vermischt sich. Alle Farben, die wir aufgebracht haben, vermischen sich jetzt. Es macht so viel Spaß, das zu sehen. Dabei kannst du völlig unstrukturiert vorgehen, das macht überhaupt nichts. Ich liebe sehr viel Wasser, damit überall dieser Aquarelleffekt entsteht. Ich überspringe den Schattenbereich hier und mache ihn später, damit er sich nicht so sehr mit diesem Bereich vermischt. Ich benutze hier sehr viel Wasser, damit sich alles sehr, sehr gut vermischt. Du kannst auch ein paar Tupfer hierher machen oder hierher. Probiere es einfach aus. Das ist überhaupt nicht schlimm. Umso mehr Spaß du hast, desto besser wird es aussehen. Und noch mehr Wasser. Jetzt sind wir damit fertig und ich lasse es vollständig trocknen. Nachdem es nun trocken ist, kannst du sehen, dass hier einige Bereiche nicht ganz gleichmäßig sind, aber das stört mich nicht. Ich glaube, ich will hier noch eine Schicht ergänzen, weil ich es nicht dunkel genug finde. Aber wie ich bereits sagte, sind mehrere Schichten immer besser. Lieber die Farben langsam aufbauen, als beim ersten Mal zu viel Farbe verwenden. Dann ist es schwierig, sie wieder zu entfernen, weil man mit einem Aquarellmedium die Schritte schlecht rückgängig machen kann. Es ist viel einfacher, die Farben langsam aufzubauen. Hier kommt eine weitere Schicht hin. Ich füge noch mehr Farbe hinzu. Ich denke, es kann ein bisschen Rot vertragen. Also übermale ich es nochmal, wieder sehr locker, weil es nach dem Vermalen mit Wasser dunkler wird. Nachdem wir damit fertig sind, mache ich das gleiche wie vorhin. Ich verblende alles. Du kannst sehen, dass es schon viel dunkler wird. Ich bin begeistert von dieser Farbe. Ich bin sehr zufrieden damit. Diesen Teil hier habe ich nicht nochmal mit Farbe bearbeitet, weil das Gelb durchscheinen soll und dieser Bereich etwas heller bleiben soll. Also geht es hier weiter. Alles miteinander vermischen. Nochmal, ich spiele hier ein bisschen herum. Ich trage noch mehr Wasser auf. Einfach Spaß haben und etwas herumklecksen. Ich bin mit der jetzigen Sättigung wirklich sehr zufrieden. Ich habe wieder meinen Föhn benutzt, um alles ein bisschen zu trocknen. Es ist noch nicht komplett trocken, weil ich die aquarellierten Farben und ihren Zauber arbeiten lassen wollte, indem sie selbst trocknen. Aber es ist trocken genug, um an diesem Bereich hier weiterzuarbeiten. Und du kannst sehen, wie diese Aquarellbereiche entstehen. Ich mag sie so.
Und jetzt verblende ich auch diesen dunkleren Bereich. Ich ergänze noch ein bisschen vom dunkleren Farbton, damit hier ganz sicher ein Schattenbereich entsteht. So, und jetzt verblende ich das auch alles. Nachdem wir damit fertig sind, müssen wir sicherstellen, dass es vor dem nächsten Schritt komplett trocken ist. Ich habe wieder meinen Föhn zum Trocknen benutzt. Und wie du siehst, ist es ein bisschen wellig, aber ich werde das später zwischen ein paar dicke Bücher legen, damit es wieder glatter wird. Nachdem wir das alles getan haben, greife ich wieder zu den Buntstiften und ergänze noch ein paar Details. Und zuerst brauchen wir natürlich einen kleinen Stiel. Den zeichne ich nun mit dem Buntstift und drücke sehr fest auf. Ich verwende einen Braunton und male ihn aus. Ich werde ihn dann nicht mit Wasser vermalen. Er soll einfach super dunkel und gut sichtbar sein. Und schon haben wir einen Stiel. So sieht es gleich noch viel besser aus. Und jetzt werde ich noch ein wenig schattieren und Details hinzufügen. Wir erhalten hier diese Farbstiftstruktur, was ich wirklich mag. Ein sehr illustrativer Stil. Ich bearbeite nochmal alles, gehe über diese Schattenbereiche. Wie du siehst, mache ich alles noch dunkler. Und dann ziehe ich diese feinen Linien hier. Ich mache das einfach so. Also ich drücke hier stärker auf und lasse dann langsam nach. Ruckartige, auslaufende Bewegungen. Das tue ich immer wieder über den gesamten Apfel. Aber nur hier verwende ich Braun. In der Mitte nehme ich dafür einen Rotton. Und ich folge der Form des Apfels. Also hier zeichne ich in dieser Richtung und wenn ich in der Mitte angekommen bin, wechsle ich die Richtung. Das geht leichter, wenn du das Blatt drehst und deiner Hand folgst. Wenn du rechtshändig bist, natürlich in die andere Richtung. Folge also immer deiner Handbewegung. Auf diese Weise ist es viel leichter. Und so bearbeite ich jetzt den gesamten Apfel. Und wenn wir jetzt wieder zu dem Schattenbereich kommen, nehme ich nochmal das Braun und ziehe den Rand etwas mehr nach. Das gleiche mache ich hier. Und dann hier noch mehr Farbe in unserem Schattenbereich. Ich nehme jetzt einen Rotton. Und nachdem wir damit fertig sind, male ich mit diesem Braun ein paar Punkte, weil kein Apfel perfekt ist. Ich ergänze noch ein paar kleine Details, wie diese hier. Und das war's. Das ist unser kleiner Apfel. Du kannst sehen, dass wir etwas Farbstifttextur haben. Und wir haben auch den Aquarelleffekt. Ich liebe die Kombination aus diesen beiden. Es ist ein großer Vorteil, mit wasservermalbaren Buntstiften zu arbeiten, im Gegensatz zu Aquarellfarben und Bleistiften. Weil man hier dieselben Farben hat, die sich leicht vermischen lassen, wie wir gesehen haben. Wir haben einfach verschiedene Farbschichten aufgebracht und dann alles verblendet. Und später haben wir mit denselben Farben alles dunkler gemacht. Wasservermalbare Buntstifte sind super dafür geeignet, wenn du dieses Ergebnis erreichen willst. Achte immer auf die richtige Menge an Pigment. Wie bereits gesagt, es ist immer einfacher von hell zu dunkel als umgekehrt. Für mich sind das die perfekten Farben für unseren kleinen Apfel. Das Malen mit diesen Farbstiften hat mir wirklich Spaß gemacht. Das Vermischen ist super einfach und zudem kann man diese coole Farbstifttextur erzielen.
Ich habe diesen Pinsel in Größe 8 verwendet und das ist genau die richtige Größe für dieses Projekt, weil er viel Wasser aufnehmen kann und gut zu handhaben ist, weil er trotzdem so eine dünne Spitze hat. Obstbilder sind immer eine lustige Idee und eine gute Gelegenheit zum Üben. Und du musst dir keine Gedanken machen, dass es perfekt aussehen muss. Hab einfach Spaß beim Malen, spiele mit den Farben herum und genieße es einfach. Lerne noch etwas mehr über die Farben, die Pigmente und übers Vermischen. Also nimm deine Pinsel und los geht's. Wir möchten deine Ergebnisse gern sehen. Teile sie auf Instagram unter dem Hashtag MyDesignJourney. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass dir dieser Teil der Design Journey Zeichenschule gefallen hat.